Hallo, mein Name ist Lars Nebel und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Galoppwechsel. Dazu habe ich hier ein junges Pferd und mit dem möchte ich euch heute zeigen, wie ich an die Arbeit, an den Galoppwechsel herangehe und wie wir das Ganze rausarbeiten. Mir ist am wichtigsten an der ganzen Galoppwechselarbeit, dass mein Pferd gut und weich vom Bein weicht und ich es aufnehmen kann, wann immer ich es möchte. Ganz wichtig für den Galoppwechsel ist dabei, dass ich ein Pferd habe, das immer seine Körperposition hält und sich dadurch leichter tragen kann. Ich möchte, dass mein Pferd von meinem Bein weggeht. Ich versuche jetzt mal, mein linkes Bein ranzulegen und gucke einfach mal, ob mein Pferd auch nach rechts wirklich geht. Ich lege es ran und mein Pferd weicht von meinem linken Bein. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt möchte ich das Ganze auch in der Vorwärtsbewegung. Ich schiebe ihn leicht rüber, halte ihn außen, dass er weiß, okay, ich soll gerade bleiben und schiebe. Sehr gut. Das Gleiche muss ich auf der anderen Hand auch können. Das heißt, ich muss mein Pferd verschieben können, wenn ich mit meinem äußeren Bein komme, dass die Vorwärtstendenz erhalten bleibt und mein Pferd trotzdem gut von meinem Bein weicht. Das Ganze kann ich auf dem Zirkel machen, ganze Bahn, durch die ganze Bahn wechseln. Wichtig ist einfach nur, dass mein Pferd vorwärts denkt und von meinem Bein weggeht. Denn das ist hinterher das Entscheidende für meinen Galoppwechsel. Denn wenn ich auf der Geraden bin, möchte ich bloß meine Beine wechseln, um mein Pferd darauf aufzufordern, dass es wechseln soll. Das heißt, ich komme, schiebe mein Pferd, meinetwegen von rechts nach links, und dann kommt der Galoppwechsel, ich mache mein rechtes Bein auf und sage, okay, du darfst jetzt nach rechts rüber. Dadurch haben wir hinterher das Pferd, das schön auf der Geraden wechseln kann und von hinten nach vorne durchspringt. Weil es natürlich schon weiß, okay, ich muss das äußere Bein unter meinen Schwerpunkt setzen beim Verschieben. Grundsätzlich ist es ja nämlich so, ich habe mein Pferd und der Galopp ist ein Dreitakt. Dafür habe ich jetzt auch mal hier schön die Bandagen andersfarbig gemacht. Wenn ich den Galopp habe, ich gehe jetzt mal vom Linksgalopp aus, galoppiert mein Pferd mit dem hinteren rechten Bein zuerst. Das Ganze ist ein Dreitakt, immer vor Augen halten. Das heißt, es schiebt sich hinten zuerst raus, dann kommt diagonal vorne rechts, hinten links gleichzeitig und dann der vordere Huf, auch in diesem Fall weiß gekennzeichnet. Wenn ich jetzt wechseln möchte, schiebt das rechte Hinterbein, ausgehend vom Galoppwechsel von links nach rechts, erst unter und dann schiebt das linke Bein unter den Pferdekörper und ich wechsle nach rechts. So, dass wir das hintere linke Bein als Schwungbein haben und das rechte Vorderbein, das Bein ist, das aufruft nach der Schwebephase. Das Ganze werden wir euch gleich jetzt mal im Galopp zeigen. Wir galoppieren unser Pferd mal an. Stimmkommando ist immer sehr schön, weil unser Pferd dann auch weiß, okay, jetzt geht's vorwärts. Ich schiebe mein Pferd rüber, schiebe, 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 Bein auf und da kommt der Wechsel. Da hat er ein bisschen nachgesprungen, ist nicht weiter schlimm, ich nehme ihn zurück, lobe ihn, hat er gut gemacht. Das Nachspringen ist meistens ein Zeichen davon, dass wir jetzt nicht genug Schwung hatten. Das ist nicht weiter tragisch, machen wir einfach nochmal. So, ich bringe mein Pferd vom rechten Bein weg. Hep, fein. Und ich bin gleich wieder zurück in Schritt. Komme wieder runter, schiebe mein Pferd vom linken Bein weg. Und da ist der Galoppwechsel. Fein. Sehr gut. Nach dem Galoppwechsel immer wieder runterbrechen, einfach damit sie wissen, okay, kein Stress nach dem Galoppwechsel, wir bleiben langsam und alles ist gut. Wenn ich merke, mein Pferd möchte sich nicht unbedingt verschieben lassen, das zeige ich jetzt mal. Das heißt, ich galoppiere an.
biege wieder auf meine Gerade ab und ich merke, okay, mein Pferd möchte gar nicht wirklich rüber. Dann pariere ich es durch, in Schritt, mache es meinem Pferd leicht und sage so, wir wollen vorwärts, seitwärts, also verschieb dich bitte erstmal im Schritt. Einfach, um es meinem Pferd leichter zu machen, zu verstehen, was ich wirklich möchte. Wenn das gut klappt, können wir die nächste Stufe erlangen. Können wir sagen, okay, wir machen das Ganze im Trab. Das heißt, wir galoppieren an, bringen es runter in den Trab, verschieben dann. Wenn das gut klappt, machen wir weiter im Galopp. So lange, bis das Verschieben wirklich gut funktioniert. Wenn das Verschieben gut funktioniert, ist der Galoppwechsel ganz einfach nachzubreiten und wirklich auch zu fühlen. Weil wir merken, unser Pferd, das hat richtig Schwung und kann super wechseln. Ganz wichtig, versucht nicht, wenn euer Pferd aus dem Galopp von alleine runterbricht in Trab, dann gleich wieder anzugaloppieren. Denn das ist ganz, ganz fatal, weil so gewöhnt sich das Pferd an, immer über Trab zu wechseln. Am schönsten ist es, wenn ihr merkt, okay, mein Pferd möchte nicht mehr galoppieren oder schafft es nicht mehr krafttechnisch, runterbrechen wieder in Schritt, kurz Schritt gehen, nochmal neu anfangen. Weil dieses Rumgehetze von rechts auf links über Trab macht das Pferd nur wuschig und ich habe keine Kontrolle mehr, so wie es haben muss.